Unter der Brücke entsteht die Zwönitz. Es gibt so manch eine Frage, die man sich im Leben stellt, auf die man wohl einfach keine Antwort bekommen wird. Zum Beispiel, wer denkt sich diese ganzen Scheiß-Sudokus aus? Ich meine, schicken da kleine Chinesen ihre Manuskripte an große Verlagshäuser? Sieht das aus bei diesen Verlegern? Hey Chef, ich habe da gerade ein neues Manuskript reinbekommen. Ich habe viel Gutes gelesen, aber pass auf, das hier toppt alles. Oben rechts 7, Mitte links 3, unten mittig 9. Großartig komponiert, ein Meisterwerk, schöner Handlungsstrang, klassischer Aufbau, das ist mal was, nehmen wir. Schickt dem Mann einen Vertrag. Wer dann den Vertrag aber unterzeichnet hat, konnte sich auf ein schönes Leben freuen, aber dazu später mehr. Sudokus sind der Beweis für die alles umfassende Existenz der menschlichen Langeweile. Eine Art Beschäftigungstherapie für desillusionierte Hobby-Mathematiker. Menschen klagen fortan über zu wenig Freizeit und gleichzeitig boomt der Sudoku-Markt. Seltsamer Widerspruch. Aber ich meine, ich kann es verstehen. Meine Vorliebe beschränkt sich aber von Haus aus eher auf den sprachlichen Sektor. Ich persönlich habe eine große Vorliebe für das Spiel Scrabble. Ein Beispiel aus einem typischen Familienspielerabend. Vater von Haus aus LKW-Fahrer, er der intellektuelle Dünnbrettbohrer in der Familie, konnte auch nach 30-minütigen mentalen Selbstrückzug nicht mehr als Folgendes auf dem Spielbild positionieren. Leg. Mutter, eher im gehobenen sozialen Mittelstand verwurzelt, ergänzte dann Legitimation. Nicht schlecht für einen Anfänger, dachte ich mir, aber da wollte ich noch einen draufsetzen und ergänzte Legitimationschinese. Doppelter Wortwert, 120 Punkte, bam, bam, bam. Es gibt keine Legitimationschinesen, das hast du dir ausgedacht, was soll das sein, fragte mein Vater. Weißt du, sagte ich, mangelnde Bildung ist eine Sache, Dummheit eine andere. Ruhe! Ich habe hier keine Zeit. Der Legitimationschinese ist die höchste legislative Instanz in Peking. Ein Chinese halt, der die Befugnisse erteilt, sogar für den Kaiser beim Amt halt, kennt man doch. Hey, ich brauche eine Befugnis, ich gehe zum Legitimationschinesen. So, Sportsfreunde, ich habe übrig ZQX und lege ZQX. Zentralrat Quebec-Oxylophonspieler. Was ist das denn? Fragte Mutter. Naja, sowas wie die FIFA in Quebec, eine kanadische Musikinstitution, kennt man doch. Abkürzung geht nicht, mein Sohn. Weißt du, was dein Problem ist, konterte ich, krankhafter Ehrgeiz. Im Scrabble verlieren hatte für mich denselben Stellenwert wie einen Krieg verlieren. Ich habe immer gesagt, lieber verliere ich meinen Stolz oder meine Würde als eine gute Partie Scrabble. Ich zog erneut 9 Buchstaben aus dem grünen Säckchen. Nach etwa 5-sekündiger Überlegungsphase war die Sache entschieden. Gondel-Ulf. Was soll das sein? Naja, sagte ich, du weißt doch noch, als wir in Venedig waren, der Typ in dem Boot, der hieß Ulf, hat er mir verraten. Nein, der hieß Fabrizio. Ruhe! Der hieß Fabrizio. Ja, sage ich doch, Fabrizius, italienisch für Ulf. Also, wenn, dann ist Fabrizio italienisch für Fabian. Weißt, was ich nicht mag? Klugscheißer, spielt doch alleine. Ich taumelte den Arm entschlossen auf die Tischplatte und fegte das gesamte Scrabble-Feld durch die Lüfte. Gebe zu, verlieren gehört jetzt nicht so richtig zu meinen großen Stärken. Aber wer von sich behauptet, verlieren können seine Stärke, der kann es im Leben eh nicht so viel gebracht haben. Hallo, ich bin Gondel-Ulf. Meine Stärken sind paddeln, quatschen und verlieren, sagt doch keiner. Ähnlich verhielt es sich bei Stadtlandfluss, wobei ich bis heute nicht verstanden habe, welcher Geisteskranke die klassische Variante Stadt-Land-Knabbergebäck durch Fluss ergänzt hat. Wer denkt sich so einen Scheiß aus? Ich kannte außer der Donau, dem Rhein und dem Nil nämlich nichts. Aber seit ich gehört habe, dass Krk eine Insel in Kroatien ist, habe ich dazugelernt und meine Fantasie einfach mal spielen lassen. Und ich habe in meinem gesamten Leben noch nicht eine Partie Stadt-Land-Fluss verloren. Es gibt mittlerweile moderne Varianten dieses Spiels, hier der gängige Klassiker. Stadt, Land, Fluss, Name, Pflanze, Beruf, Tier. Ich verfahre seit Jahren nach dem gleichen Prinzip, erkläre Ihnen das einmal am Beispiel eines Spiels mit meinem 2-jährigen Neffen. Ich, A, Neffe, Stopp. Ich, Z. Stimmt natürlich nicht, aber Z hatte ich mir gerade am Kopf zusammengeschustert. Los geht's. Nach etwa 3 Sekunden, Stopp. Ich lege vor. Zickau, Zaire, Zwöne, Zarina, Zirbelkiefer, Zerspannungsmechaniker, 210, V-Tier, Bam. Mein kleiner 2-jähriger Neffe sah mich irritiert an. Na, guckst du dumm, sagte ich klar, Stinker, wer ist der Chef, wer ist der Chef? Kennst du wohl nicht die Zwönitz? Dumm bist du, dumm wie Brot. Dann zelebrierte ich einen 5-minütigen Siegestanz, bei dessen krönendem Abschluss ich mit dem Loserzeichen vor dem Kleinen stand und laut sagte, ich kann da keine Kompromisse machen, nur weil ich gegen Kinder spiele. Die Wahrheit ist hart, das Leben kein Zuckerschlecken. Wer mit Niederlagen aufwächst, für den kann später nur besser werden.
Ich persönlich habe die Lebensjahre 7 bis 9 damit verbracht, Lexika zu lesen und für alle Buchstaben des deutschen Alphabets komplizierte Pflanzen- und Berufsbezeichnungen auswendig zu lernen. Die einen nennen das krankhaften Ehrgeiz, ich nenne das gezielte Vorbereitung. Gut, ich gebe mich zu, dass ich mich vier Jahre im Keller eingeschlossen habe, um alle 5000 Karten von das Spiel des Wissens auswendig zu lernen. Mag übertrieben wirken, aber ich denke, auch da sollte man Einsicht haben. Schwer war es dann nur, künstliche Nachdenkpausen in das Spiel zu integrieren. Da bin ich der Verdacht von Schummelei aufkommt. Ich war damals ungefähr 7, als mein Vater fragte, was ist der Wankelmotor? Puh, sagte ich, schweres Kaliber, lass mich mal nachdenken. Das müsste ein Kreiskolbenmotor sein, eine Art ventilloser Viertaktautomotor und Stichsteuerung, aber sicher bin ich mir da nicht. Wow, sagte mein Vater, woher weißt du das denn? Zufall, antwortete ich, klassischer Glückstreffer, hatten wir gestern erst in Sachkunde. Unglaublich. Meine Eltern waren fasziniert von meiner universellen Allgemeinbildung und steckten mich kurz darauf in den Internat für Hochbegabte. Ich mache es kurz. Der Schwindel flog recht früh auf. Es war jetzt nicht so, dass ich wie Rain Man eine Inselbegabung gehabt hätte und deswegen die anderen Dinge auf der Strecke blieben. Nee, ich war halt dumm wie Zwieback. Es hat mir 2 Tage gedauert, bis man sich sicher war, dass ich außer Fressen, Schlafen und Kacken jetzt nicht so viel auf dem Kasten habe. Aber hey, beim Stadtlandfluss, da habe ich sie alle fertig gemacht. Vielen Dank. Patrick Salmen. Patrick Salmen! Da sagt mal einer, die Wuppertaler hätten nichts zu bieten.